Lore wird oder kurz Bier und wird den Schelt. Ui, wei, Quarei, jo, einen wird, da ist kurz ei und wird den Schelt. Ein Frühschoppen an einem Sonntagvormittag ist im Innviertel eigentlich nichts Besonderes. Also die Innviertler mengen die Frühschoppen, das ist natürlich ganz was Wichtiges und das gehört einfach dazu. Ein Sonntagvormittag, da man sich einmal zusammensitzt, ganz kommod bei einem Bier, das zeichnet uns eigentlich unsere Geselligkeit aus. Und ich behaupte, ein Teil unserer Kultur. Etwas Besonderes wird ein Frühschoppen aber, wenn Walter Ecker dabei ist. Wo nicht gerade, weiß nicht, wie viele Leute sitzen, 450 sicher, sondern wo wir schon eine Bombenstimmung haben, denn die Ersten sind schon reingekommen. Also, ja, 18, das hat sich ja dabei gewesen. Ne? Ja, wir haben heute einen ORF-Radio-Frühschoppen, der ist heute aus der Bierregion Innviertel und bei uns am Lorehof. Und ist, glaube ich, schon eine ganz klasse Sache, dass wir die Restösterreicher zeigen können, dass die Innviertler fröhliche Menschen sind, dass lustige Menschen sind, dass gerne ein Bier trinken, ein Seiterl, ein Halbe trinken. Und für uns ist natürlich eine Auszeichnung, dass der Frühschoppen heute bei uns stattfindet. Der Frühschoppen steht unter einem Motto, das so richtig zum Frühschoppen passt. Ja, der heutige Frühschoppen steht unter dem Motto Bierregion Innviertel und findet im Rahmen vom Biermärz statt. Der Biermärz, das ist also eine Wortspielerei, abgewandelt vom Märzenbier. Und den haben wir in der Bierregion ins Leben gerufen. Der ist den ganzen März und findet quasi im ganzen Innviertel statt. Gibt es Veranstaltungen. Und die stehen unter dem Thema Biergenuss, Kulinarik, Unterhaltung. Und Unterhaltung wurde im Lorehof auf jeden Fall geboten. So viel möchte ich aber schon verraten, der Biermärz passt zu uns. Begeistert waren nicht nur die 500 Besucher, sondern auch die Bürgermeisterin von Wippenham. Der Frühschoppen mit Walter Ecker ist natürlich eine ganz klasse Sache. Also ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich natürlich irrsinnig, dass so viele Leute auf Wippenham hergekommen sind. Die beliebte Live-Unterhaltungssendung mit Publikum wird achtmal im Jahr aus Oberösterreich übertragen. Kurzweilige Interviews liefern Informationen über Aktuelles aus der Region, in der die Sendung zu Gast ist. Regionale Blasmusik und Volksmusik steht im Mittelpunkt des Frühschoppens. Ich finde die Wadelbeißer, die da heute spielen, ganz super und die Musik, also der Musikverein Wippenham hat sich super vorbereitet und die Kramerer Sänger, denen höre ich mir natürlich auch gern zu, weil die einfach ein bisschen einen Witz dabei haben. Finanzbeamte haben viel Zeit, drum feuern ist nicht schwach. Pünktlich um 12 Uhr endet traditionell jede Frühschoppenübertragung mit den Mittagsglocken und Walter Ecker zieht Bilanz. Was soll ich denn sagen? Ich bin happy, darf ich nicht sagen, weil ich ein Mundartsprecher bin. Aber ich bin sehr zufrieden. Das war das Innviertel heute. Das sieht man schon bei den Leuten nicht nur, wie viel kommen, wie Satzung sind, wie bald das kommen, sondern das sind lauter mir gewesen heute. Und die haben, das spürt man als Sprecher, ob es mit dem, was da geboten wird, was anfangen können. Was ist geboten worden? Wir haben über das Bier geredet, wir haben über die kleinen Brauereien geredet, über die Wirtshäuser, die wir noch haben. Wir haben vor allen Dingen unsere musikalischen Kräfte gehört, den Viertler Wahlweißer, die Grammerer Sänger und die gestandene Musik aus Wippenham. Ja, das ist Sinnviertel.